Hi zusammen, heute stelle ich euch eine Surprise vor, eine Überraschung meinerseits. Ich habe damit nämlich überhaupt gar nicht gerechnet, war vollkommen unvorbereitet. Und zwar ging ich dieses Wochenende, letztes Wochenende zum Briefkasten. Dort fand ich ein kleines Päckchen mit meinem Namen drauf. Und ich dachte, was ist das denn? Ich habe doch gar nichts bestellt. Enthalten in diesem Päckchen war die neue Palette von NYX. Das nennt sich ja gar nicht NYX, es nennt sich ja NYX. Und zwar ist das die The Crimson Amulet Collection, inspired by the movie Dark Shadows. Es ist quasi ein Buch, sieht aus wie ein Buch. Es ist aber Make-up enthalten. Und zwar, wenn wir das aufklappen hier vorne, finden wir Lidschatten, eine Lidschattenpalette mit vier Applikatoren. Also die Lidschatten, super. Also die Farben, absolut tragbar, ganz tolle Kombination. Gemischt, Glitzer mit matten Farben, also es sind matte Farben, es sind welche mit Schimmer, es sind welche mit Glitzer dabei. Ich hoffe, man kann... Ich wackele jetzt mal so ein bisschen, damit man den Schimmer und den Glitzer erkennen kann. Auf der einen Seite haben wir dann einen Spiegel. Einfach weiter gibt es dann die Make-ups der Hauptfiguren, der weiblichen Hauptfiguren in dem Film. Da steht jetzt nur drin, sind einmal die Bilder und dann steht da jetzt nicht genau welche Farbe oder ist jetzt keine Anleitung, wie man das nachschminkt. Nur ungefähr so halt, ne? Damit man es jetzt vorstellen kann. Und hier, voll cool, sind Blushes, verschiedene Blushes und Lippenstifte und ein Highlighter, eine Eyeshadow Base und ein Eyeliner. Und ich habe mich heute komplett damit geschminkt, also ich habe nur die Lidschatten benutzt, ich habe das Blush benutzt, den Highlighter benutzt und den Lippenstift. Tutorial kommt ja jetzt. Im Anschluss danach, hier nach diesem Gequatsche. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dieser Lidschattenpalette gehabt. Ich wusste weder, dass es die gibt, noch sonst irgendwas. Ich habe mich wirklich mega, mega darüber gefreut, weil ich ein riesen Johnny Depp Tim Burton Filmfreak bin. Also wirklich ein riesen Freak-Fan. Und der ist mir echt so, das war so eine mega fette Überraschung. Hat mich so dermaßen gefreut. Alle Informationen, die ich über diese Palette gesammelt habe, findet ihr auf meinem Blog in der Infobox. Da habe ich euch auch nochmal ein paar Bilder reingemacht von dem Look und von der Palette und so weiter, welche Farben ich benutzt habe. Und ja, da könnt ihr mal nachschauen, falls es euch interessiert und wo man die also alle Informationen rund um diese Eyeshadow Allround Palette ist ja gar nicht nur Eyeshadow, es ist ja eine Allround Palette. Und ja. Meine Meinung auch zu der Qualität, Haltbarkeit, alles findest du in der Infobox, auf meinem Blog. Und ja, dann, oh Gott, meine Nase ist so dermaßen zu. Gehabt euch wohl, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal.